Guten Abend zusammen, ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu den Statements der Trainer nach dem Spiel, nach dem Sieg der Düsseldorfer gegen die Adler Mannheim, Endergebnis vor 6.985 Zuschauern, 3:2 für die DEG. Die anderen Ergebnisse, Berlin unterliegt Köln 0:1 nach Penalties, Nürnberg unterliegt Wolfsburg 4:5 nach Overtime, Frankfurt unterliegt Ingolstadt 2:4, Bremerhaven schlägt Augsburg 3:2, Straubing München 2:1 und Schwenningen Iserlohn 3:1. Bei mir sind die beiden Trainer, zu meiner Linken Johann Lundskog für Mannheim, zu meiner Rechten Thomas Dolak. Ihr Statement. Yeah, first of all, congrats. It's again a game very similar to the last time we were here only a couple of weeks ago. I think Düsseldorf did a good job of frustrating us and not until the third period were we able to channel that frustration in a creative way. I think we're obviously a step behind out the gate here for the first 20, got a little bit better in the second, but far from good. And then in the third, I think it's pretty clear that if we would have been able to play that way for the first 40, we'd probably sit here with a different feeling right now. All too familiar. If you're looking at our games in the last week and a half, you know, we dig ourselves a hole and we struggle to get ourselves out of it too often here. So got to find a way to be ready to go and be better out the gate of every single game so far. Special teams got to be better today. You know, our power play's been clicking as of late, but didn't really come through for us here today when we needed it. Our PK has halted a little bit here as well in the last couple of weeks, so got to get our special teams back on track. But most importantly, stop digging ourselves a hole. Be ready to play when the puck drops. Thank you. Er hat der DEG gratuliert zum Sieg. Es wäre ein bisschen ähnlich gewesen zu dem Spiel vor ein paar Wochen. Die DEG würde Wege finden, sein Team zu frustrieren. Sie wären immer einen Schritt dahinter gewesen. Im zweiten Drittel wäre es etwas besser geworden. Im dritten Drittel dann so, dass wenn die 40 Minuten vorher so gewesen wären, er vielleicht mit einem anderen Gefühl da sitzen würde. Aber sein Team hätte sich immer wieder ein Loch gebuddelt und hätte da wieder rauskommen müssen. Special Teams hätten heute effektiver sein können. Alles in allem, sagte er aber, müssen sie einen Weg finden, diese Spiele solider zu spielen. Vielen Dank. Thomas Dolak. Ja, guten Abend. Ja, ich denke, wir sehen gut aus der Frage im ersten Drittel und erzielen dann das 1-0 im Überzahl. Was sie sehr gut gemacht haben. Special Teams heute Abend, auch das Unterzahl hervorragend. Auch das 5 gegen 6 zum Schluss auch sehr gut verteidigt. Ich denke, im zweiten Drittel war es recht ausgeglichen dann. Chancen auf beiden Seiten. Wir kriegen dann den Anschlusstreffer, das 2-1, wo wir wieder durchfallen mit 3 Mann. Die Mannheimer dann natürlich gefährlich, kommen dann mit 4 Mann auf uns zu. Und ja, wie gesagt, im dritten Drittel, durchs Unterzahl, dieses 5 gegen 6, hat Mannheim natürlich gefeuert. Da war Hauke zur Stelle, haben auch gut abgeräumt vor dem Tor. Und ja, sind froh, dass wir jetzt erneut 3 Punkte geholt haben. Vielen Dank. Gibt es Fragen bei der Trainer? Bernd Schwickerath, Rheinische Post. Thomas, wie bewertest du auch abgesehen jetzt noch von den Toren in dieser Woche die Leistung von Agostino und Clark? Eine Frage nach den Leistungen von Agostino und Clark. Mir erstmal dran gewöhnen, dass hier die Frage nochmal wiederholen die ganze Zeit. Nee, sehr gut, sehr gut. Kenny auch heute wieder sehr gut unterwegs, läuferisch, auch abgesehen von seinen 2 Toren. Jetzt auch in Augsburg hervorragend, auch defensiv sehr gut gespielt. Der arbeitet, der marschiert sehr gut. Clarky genau das Gleiche. Kommt immer besser. Heute war er wieder giftig, war unangenehm. Ich glaube, der ist ein Wolfi ein paar Mal unter die Haut gegangen. So kennen wir ihn, das wollen wir von ihm haben. Und auch die Vorlage zum Bennett verzögert er sehr schön, wartet. Und Bennett muss eigentlich nur einschieben. Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Thomas Schulz, Express. Herr Dolak, plötzlich sind es 5 Punkte Vorsprung auf die Iserlohn. Ist das wie sehr beruhigt Sie das? Eine Frage, wie sei das beruhigt, 5 Punkte Vorsprung auf Iserlohn? Ja, ist jetzt, wie gesagt, wir haben bald eine Pause, wir haben Sonntag noch ein Spiel. Was heißt beruhigen? Wir sind noch da unten drin, da ist noch, also da darf sich keiner jetzt zurücklehnen und denken, dass wir jetzt aus dem Gröbsten raus sind. Wir müssen weiter arbeiten, weiter nach vorne gucken und wie gesagt, nach der Pause dann vor allem wieder ins Training rein, müssen wir uns noch ein paar Sachen anschauen dann in den freien Tagen, woran wir noch arbeiten müssen und darf sich keiner ausruhen. Thomas Schulz, noch eine. Sie waren im vergangenen Jahr schon bei der Düsseldorfer DEG. Bei den Adlern ist der Trainer neu. Die beiden Mannschaften sind zu sehr großen Teilen verändert.
Einige haben die Seiten gewechselt, wie Sena Akta oder Daniel Fischbuch. Trotzdem gewinnt immer die Düsseldorfer EG. Wie ist, erklären Sie sich diese Serie von inzwischen 5-7 aus den jüngsten Spielen von einer vermeintlich schwächer besetzten Mannschaft gegen eine besser besetzte Mannschaft? Eine Frage nach der erstaunlichen Siegesserie der DEG gegen Mannheim. Ja gut, ich kann jetzt, wie gesagt, ich würde gerne nur diese Saison jetzt beurteilen. Das waren jetzt 2 Siege, 2 enge Spiele, in denen wir als Sieger herausgehen. Wir haben noch 2 Spiele in Mannheim. Mannheim hat da natürlich auch ein paar verletzte Spieler, die dann peu à peu zurückkommen werden. Und ja, wie gesagt, dieser Austausch Fischbuch ist jetzt in Mannheim, Sinan bei uns. Auch nochmal Sinan, muss ich auch sagen, die letzten Spiele hervorragend, hervorragend heute auch, hat sie nicht aus der Ruhe bringen lassen, toll im Aufbau mitgegangen, nach vorne gut verteidigt und wie gesagt, ich beurteile jetzt nur die Saison und da sind wir jetzt, haben wir die ersten 2 Spiele gewonnen, was uns sehr gut tut und wie gesagt, jetzt haben wir noch 2 in Mannheim und dann müssen wir da mal weiterschauen. Tobi, hast du noch eine Frage? Bernd Schwickerath, Rekord heute. Eine Frage nach dem Halsschutz. I think it's about time. I think it's sad that it had to take what had to happen in order for leagues around Europe to start implementing it. It's been mandatory in some leagues for years. The majority of kids wear them growing up and then choose to take them off when they turn pro. So to me, it's about time, you know. Ja, ich, wie gesagt, tragisch, was da passiert ist. Ich denke mal, das liegt nicht in unserer Hand, dass wir die Liga entscheiden oder in ganzen Ligen. Und wie gesagt, wenn es dann mit ist oder ohne, liegt nicht in unserer Hand. Ja, ich denke mal, das muss dann jeder für sich entscheiden. Irgendwann. Nee, gegen eine Pflicht nicht. Also wie gesagt, das liegt nicht in meiner Hand, aber ich denke mal, die sind alle halt genug. Das ist tragisch, natürlich schützt es. Ich sehe auch in anderen Ligen, da irgendwo ist es Pflicht, da schneiden sie sich bis zur Hälfte ab. Bringt es dann was? Schwer, schwer. Das war's. Dann den Gästen viel Erfolg am Sonntag gegen Straubing. Wir spielen in München. Nächstes Heimspiel ist dann am Freitag, dem 17. November. Gegen Iserlohn hier. Für heute vielen Dank und tschüss.